Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Tageshoroskop am 18. Mai 2019 nach tibetischen Astrologie. Die tibetische Astrologie hat das Wissen von indischen und chinesischen Astrologie übernommen. Und die tibetischen Astrologen berechnen die Horoskope genauso wie die indischen Astrologen. Und das heißt, sie berücksichtigen auch die Präzession. Und weil das eine andere Berechnung ist, bedeutet, es ist ein anderes Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie, aber übereinstimmt das, was die Astronomen auch berechnen, kann jeder nachprüfen. Hier in diesem Bild erscheint die vier Grundelemente, so wie die westlichen Astrologie das vermittelt. In tibetischen Astrologie gibt es fünf Elemente, das haben sie von chinesischen Astrologie übernommen, aber ich bleibe in vier Grundelementen und das ist Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und wir starten im Feuerelement. Feuerelement ist hier und das bedeutet, begeistert zu sein von etwas, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Dazu gehören die Tierkreiszeichen Widder, die Tierkreiszeichen Schütze und die Löwe noch, aber Löwe habe ich jetzt nicht, weil im Tierkreiszeichen Löwe bewegt sich jetzt kein Planet. Und damit wir besser orientieren können, ich habe nur die Tierkreiszeichen, wo gerade kosmischen Einfluss da ist. Und das ist erstmal hier die Widder. Hier bewegt sich Merkur, Venus und Uranus. Merkur ist schon im Grenzbereich und übergeht dann zum Stier. Und genau in diesem Grenzbereich zwischen Widder und Stier befinden sich die Plejaden und Hyaden und sie bilden den goldenen Tor, die Ekliptik. Und genau das beschreibt das Märchen Frau Holle. Hier regnet. Die Hyaden und die Plejaden sind auch die Regengeschwister, weil die das Regenzeit ankünden. Aber die Mythologie beschreibt, dass sie weinen, weil ihren Bruder ist in Brunnen gefallen. Es ist nur eine Vermutung von mir, dass eigentlich mit diesem gefallenen Bruder eigentlich unserem Sonnensystem beschrieben ist, weil unserem Sonne ist männlich, das würde gut passend sein für diese Geschichte. Aber ich betone das noch einmal, es ist eine Vermutung. Fakt ist, dass hier befindet sich das goldene Tor, die Ekliptik, die Hyaden und die Plejaden, diese Geschwister, sie weinen, das regnet auch und genauso beschreibt das auch Frau Holle. Und wir entscheiden, ob wir die Verlierer sind im Leben oder die Gewinner im Leben. Regnet Gold, sind wir die Goldmarie oder regnet Pech, sind wir die Pechmarie. Wir entscheiden. Und bei diesen Entscheidungen wirkt gerade die Merkur-Energie. Und das heißt, wir entscheiden, was wir sagen oder was wir nicht sagen. Oder welche Verträge unterschreiben. Oder wenn Information kommt, sollen wir das glauben oder eher nicht. Hier ist wichtig die Orientierung.
Venus bewegt sich auch im Widder, das ist die Liebesenergie. Natürlich kommen die Feuerelemente dazu und das ist halt auch die Leidenschaft. Venus bedeutet auch die Kreativität oder etwas in Harmonie zu bringen und dafür setzen wir uns ein, auch für die Frieden. Venus bedeutet auch Frieden. Venus ist die Liebesplanet und weiblich und symbolisiert uns Frauen. Und bei Widderenergie kann das auch ein Neuanfang bedeuten. Uranus bewegt sich auch hier im Widder nach indischen Astrologie noch ein paar Jahre lang, wie die westlichen Astrologie das beschreibt. Das ist anderes, aber nach indischen Berechnung haben wir noch hier einigen Jahren Uranus-Einfluss und das bedeutet Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, ungewöhnliche Begegnungen, auch Neuanfang, besonders für diejenigen, die wieder betont sind. Schütze gehört auch zum Feuerelement. Und hier bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch diese absteigende Mondknoten oder Drachenkörper. Und das aktiviert karmische Themen. Und damit meinen wir die Vergangenheit. All das, was wir in früheren Leben erlebt haben. Nicht jeder hat im Geburtshoroskop diese Mondknoten im Schütze. Aber Mondknoten aktiviert karmische Themen, das, was die Schütze beschreibt. Und das ist Ausland, Auslandskontakte, Neuorientierung, Optimismus, religiöse Themen, das wird gerade aktiviert. Auf diesem Knoten befindet sich gerade Saturn, exakt auf diese Knoten. Und Saturn hat auch einen Einfluss auf die Karma, weil Saturn hütet den Karma und ist auch rückläufig, hat wieder mit Vergangenheit was zu tun. Pluto ist auch hier in diesem Bereich, noch nicht exakt auf diesem Knoten, das kommt Juni, sondern es nähert sich, aber schon in Wirkungsbereich und aktiviert auch karmischen Themen und das hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Pluto ist auch rückläufig und Pluto zeigt alles oder nichts, konzentriere auf dem Wesentlichen. Was musst du bewahren von Vergangenheit, befestige das und was du verabschieden möchtest, jetzt ist die Zeit davon zu trennen und man orientiert sich neu und das zeigt hier die Drachenkopf. Und das, was wir suchen, eine Lösung, Kopf steht auch für unseren Gedanken und das befreit, die Zwillingsenergie befreit. Aber das werde ich noch erklären. Jetzt übergehen wir auf die Erde-Element. Hier ist Stier und hier ist die Scheinbewegung, die Sonne. Wir sprechen von Sonnenbewegung, aber in Wirklichkeit bewegt sich unser Planet Erde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Aber weil wir alles aus der Erde aus betrachten, für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht und wir sprechen auch über Sonnenbewegung. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Und zeigt die Monatsthemen. Und die Monatsthema ist das, was die Stier vermittelt. Und das heißt, die Ruhe bewahren, die Tage genießen, etwas angenehm machen oder verschönern oder etwas verköstlichen. Auch Gastfreundlichkeit oder hat einen Bezug auch zum Natur, Gartenarbeit. Stier zeigt auch das Besitz. Etwas Wertvolles in Besitz nehmen und das befestigen, aber nicht festhalten. Stier steht auch zum Geld, also um die Finanzen kümmern. Das sind die Monatsthemen. Oder wenn wir erschöpft und müde sind und brauchen wir die Lebenskraft, die Lebensenergie, dann sollen wir zur Ruhe kommen
und eher zurückhaltend sein, bis wir wieder diese Kraft haben, diese Überzeugungskraft. Oder wenn wir etwas klar und deutlich sehen möchten, dann brauchen wir auch Zeit, das zu erkennen. Jetzt übergehen wir auf die Luftelement. Hier ist Waage, hier bewegt sich Mond. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und hat einen großen Einfluss auf unseren Alltag und auch für unseren Gefühlen und aktiviert Waage-Themen. Und das ist jetzt wichtig, den inneren Gleichgewicht. Oder wenn wir Entscheidungen treffen heute, dann müssen wir etwas ausgleichen oder vergleichen. Wichtiges Thema ist Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage oder Ungerechtigkeit. Und noch Liebe, Partnerschaft. Außerdem steht Waage auch zum Frieden und Kunst und Kreativität. Mond bewegt sich im Mondhaus Vishakha. Das kommt von indischer Astrologie. Und Vishakha ist eine Feuergöttin und zeigt das innere Feuer. Und das innere Feuer ist die Herzenswärme und die Begeisterung, die Leidenschaft, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und das sind vage Themen wie Liebe, Partnerschaft oder Kunst, Kreativität. Vishakha ist diese Feuergöttin und brennt diese Feuer in Tempel. Und dieser inneren Tempel symbolisiert unserem Inneren, wo unsere Seele wohnt. Vishakha als Feuergöttin verbrennt aber etwas. Und das ist nicht die Zerstörung, sondern symbolisiert das Loslassen. Also einige Dinge sollen wir loslassen und bereinigen. Feuer hat auch eine reinigende Wirkung. Wassermann gehört auch zum Luftelement und hier bewegt sich Neptun. Und Neptun lässt unseren Träume leben. Vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Hat auch einen Einfluss auf unsere Traumwelt, unsere Träume. Und das ist auch möglich, dass wir etwas träumen und das hat auch eine wichtige Bedeutung. Das betone ich immer wieder, auf unserem Träume hören, weil das ist die Sprache unserer Seele, nicht jeder einzelnen Traum. Weil das könnt ihr so vorstellen, dass im Tiefschlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Eindrücke und diese Träume haben keine Bedeutung, wir vergessen das auch. Aber wenn das eine ganze Geschichte ist und bleibt in Erinnerung und es ist so lebendig, dann ist das die Sprache, die Seele und die Traumdeutung entzifferndes, weil das ist ein Symbolsprache. Diesbezüglich kann ich wirklich weiterhelfen, weil ich deute sehr gut die Träume und ich achte auch auf dem Traumbilder. Hat mir oft geholfen im Leben. Mars bewegt sich in Zwillinge, das ist die Kraft, wie wir das einsetzen können oder wie bleiben wir in Kraft. Und das ist die Leichtigkeit, die Zwillinge. Außerdem zeigt das die männliche Energie, also auch die Männer. Und das ist wirklich wichtig bei Männern gerade, in Leichtigkeit bleiben, neugierig zu sein, etwas verändern im Leben. Außerdem hier bewegt sich auch die Drachenkopf. Diese aufsteigende Mondknoten, das ist auch ein karmischer Weg, das was befreit, was uns fehlt, das was wir noch nicht kennen, das was unsere Seele sucht. Und wenn das die Drachenkopf ist, dann symbolisiert auch unsere Gedankenwelt, dass wir da mal Gedanken machen und das ordnen. Unserem Gedanken, worüber machen wir Gedanken, weil das wirkt auf unserem Leben. Das heißt, wenn wir ständig mit Problemen beschäftigen, das bedrückt uns. Kann auch sogar sein, dass wir Kopfschmerzen bekommen, weil wir machen zu viel Kopfzerbrechen. Und damit wir zum Leichtigkeit kommen, wir sollen umdenken an etwas,
was uns Lebensfreude schenkt oder was uns zum Lachen bringt, das befreit. Und das ist hier die Luftelement, das hilft auch. Und jetzt übergehen wir auf den Wasserelement, hier Skorpion. Hier bewegt sich unser Planet Erde und hier manifestiert sich etwas, wenn wir auf unseren Gefühlen achten. Wasserelement steht zum Gefühlen und Skorpion zeigt diese Transformation. Jupiter bewegt sich auch hier und zeigt diese Weisheit. Und das heißt, wir Menschen haben Gefühle. Es gibt aber verschiedene Gefühle, von Hass bis zum Liebe. Dazwischen sind so viele Gefühlszustände. Und wir können das ordnen, trennen. Und das heißt, es gibt negative Gefühle. Dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Neid, Eifersucht, Aggression, Wut und Hass. Es ist zerstörerisch oder blockierend. Angst ist blockierend. Und dann gibt es die positiven Gefühle und das sind Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit, Hilfsbereitschaft und Liebe. Das ist das höchste Gefühl und das sind die positiven Gefühle. Das hat eine göttliche Quelle. Und das ist die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Und das brauchen wir, wenn wir unserem Leben schöpferisch kreativ gestalten möchten. Also immer verabschieden von negativen Gefühlen, übergehen wir auf die positiven Gefühle. Und das ist die Transformation, was die Skorpion uns zeigt. Das ist Wandlung, das sind die Erneuerungsprozesse. Negative Gefühle kommen immer wieder. Wir haben immer wieder mal Angst oder Wut oder Schuldgefühl. Das kann sich nicht vermeiden, aber nicht aufhalten, sondern umdenken und übergehen auf den positiven Gefühlen. Die Verbindungen Merkur und Jupiter hat eine Verbindung und diese Verbindung heißt Quinkungsaspekt. Bei Merkur handelt es sich um Gespräche, Verträge oder was Schriftliches, bei Jupiter eine rechtliche Lage. Und das ist sehr ungewiss. Und dieser Quinkungsaspekt kann ich so beschreiben: Stell dir vor, ein Pendel und dieser Pendel ist unbeweglich. Und jemand fragt, ihr sollt sagen, in welche Richtung wird diese Pendel ausschlagen. Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht nach links, vielleicht nach rechts, vielleicht bewegt sich überhaupt nichts. Man kann das nicht einschätzen. Und so ist gerade eine rechtliche Lage. Bekommen wir unsere Rechte? Vielleicht ja, vielleicht nicht. Vielleicht kommt gar nichts. Man weiß es einfach nicht. Heute steht Venus und Uranus in einer sogenannten Konjunktion. Das heißt, sie treffen sich und sie wirken zusammen und sie können gar nicht getrennt wirken. Die Energie vermischt sich und es ist Liebe, Partnerschaft. Und bei Uranus Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse oder eine Überraschung möglich. Merkur hat einen guten Einfluss von Pluto und Jupiter hat auch einen guten Einfluss von Pluto. Und das heißt, gerade wenn es um eine rechtliche Lage handelt oder um Verhandlungen und Gespräche oder was Schriftliches, dann begünstigt Pluto das alles und heißt, konzentriere auf den Wesentlichen und zeig auch Kraft oder zeig davon überzeugt, dass ein gutes Ergebnis kommt. Das ist die Überzeugungskraft, das innere Kraft. Und jetzt diese tibetische Astrologie mit lauten Symbolen hier. Die heutige Tagesenergie ist die Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit. Das ist die Frage, das sollen wir untersuchen oder Gedanken machen.
Hier oben steht die Wasser- und Metallelement und das heißt, in unseren Gefühlen brauchen wir die Reinigung. Die Zahlen haben auch eine Bedeutung für heute, etwas in Form zu bringen. Wir brauchen eine Struktur und wenn das stabil ist und haben wir diese Basis und auch ein gutes Gefühl dabei, dann ist das schon ein Neuanfang, weil dann können wir Schritte machen. Die heutige Energie steht in Verbindung mit dem 1963 Geborenen. Das heißt, dieses ganze Symbolbild passt exakt für die Jahrgänge 1903, zu diesem Jahrgang 1963. Dieses Bild hat auch eine Bedeutung. Das ist der Hase im Wasserelement. Die Basis, die Fundament gibt aber die Feuer. Dieser Hase sitzt auf dem Feuer und das heißt, aktiv zu sein, von etwas begeistert zu sein, mutig zu sein, Kraft zu zeigen. Das ist gerade die Haltung und dann kommt sehr viel Wasser dazu, die Gefühle und die Eigenschaften von Hase. Das wirkt auf unserem heutigen Tag, das ist auch die Tagesenergie, Geselligkeit, Freundschaften sind sehr wichtig. Wir haben die Bedürfnis nach Geborgenheit, aber trotzdem, trotz dieser Feuerelement haben wir trotzdem eine gewisse Zurückhaltung. Der heutige Tag ist gut für Therapie oder Heilung und wir haben ein gutes Gespür zum Verspüren, was ist die Wahrheit, was ist eine Lüge. Da können wir das erkennen, wenn wir unserem Bauchgefühl, unserem gesundes Bauchgefühl hören, kommen wir zum Leichtigkeit. Beruflich haben wir Glück, besonders wenn es um Kunst und Kreativität handelt. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe von Dendera. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo und damit möchte ich euch informieren. Ich habe ein Video gemacht über die Geheimnisse deines Lebens. Und in diesem Video erkläre ich, was war in früheren Leben, was ist Karma überhaupt, was passiert nach dem Tod, was ist der Sinn des Lebens, was bedeutet eine Seelenreise und wann beginnt das Leben überhaupt. Also volle Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, aber es besteht die Möglichkeit, diese Video zu bekommen. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link zu diesem Aufnahmen. Diese Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.